Bei Erscheinen dieses Videos sind es noch 51 Tage bis zu den sogenannten Midterm Elections in den USA, bei denen rund ein Drittel aller Senatoren und das Repräsentantenhaus neu gewählt werden. Es wird also langsam ernst und somit lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Stand der Dinge allemal. Und dieser aktuelle Stand der Dinge ist so ziemlich genau eine Woche alt. Und zwar ist er der Sonntag, der 9.9.2018, so gegen 15 Uhr. Und auch wenn damit der Stand der Dinge eine Woche alt ist, sollte nicht so viel passiert sein und die Werte sollten demzufolge noch ziemlich aktuell sein. Beginnen wir zunächst einmal damit, dass wir schauen, warum diese Wahlen eigentlich so wichtig sind in den USA. Und dazu schauen wir zunächst einmal kurz auf dieses Verfassungsschaubild, das ich erstellt habe. Und da seht ihr einmal hier das Repräsentantenhaus und den Senat eingezeichnet. Das Repräsentantenhaus wird gänzlich neu gewählt werden Anfang November und beim Senat ist es so, wie ich eben gesagt habe, dass rund ein Drittel der Senatoren neu gewählt werden und zwar wird der Senat zu jeweils einem Drittel alle 2 Jahre neu gewählt und wenn man gewählt worden ist, dann ist man Senator auf 6 Jahre. Das Repräsentantenhaus und der US-Senat bilden zusammen den US-Kongress und der US-Kongress hat eine ganz wichtige Funktion in der Verfassung und zwar ist der US-Kongress für die Gesetzgebung zuständig. Das heißt, es müssen sich sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus absolute Mehrheiten finden, damit ein Gesetz beschlossen wird. Und demzufolge ist es für Donald Trump momentan ziemlich wichtig, dass in beiden Kammern die Republikaner die Nase vorne haben, denn damit lässt es sich natürlich leichter regieren, als wenn in einem der beiden Kammern die Demokraten die absolute Mehrheit hätten, denn dann könnten die Demokraten ja ganz einfach viele Gesetze verhindern, weil sie ja mit absoluter Mehrheit dagegen stimmen könnten. Deswegen also ist es sehr, sehr wichtig für die Republikaner, im November beide Kammern mit einer absoluten Mehrheit zu versehen, also die absolute Mehrheit verteidigen zu können. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch für die Demokraten um viel, denn können sie in einer der beiden Kammern die absolute Mehrheit erzielen, dann können sie die Arbeit des US-Präsidenten doch relativ gut einschränken. Das also mal dazu, warum diese Wahlen so wichtig sind. Schauen wir jetzt mal auf die Wahl im Senat. Da werden 35 Senatoren neu bestimmt, und zwar 35 der 100. Und diese Zahl 100 kommt daher zustande, weil es 50 Bundesstaaten gibt und jeder Bundesstaat 2 Senatoren entsenden darf in den US-Senat. Also so kommt man auf die Zahl 100. Und regulär sollten eigentlich nur 33 Senatoren 2018 neu gewählt werden. Aber dann gibt es noch 2 Sonderwahlen, und zwar in Minnesota hier im Norden und hier im Süden in Mississippi gibt es also eine Extrawahl und in diesen beiden Bundesstaaten werden beide Senatoren neu gewählt. Aktuell seht ihr auch mal das Kräfteverhältnis hier unten angegeben. Die Republikaner haben 51 Senatoren im Senat, die Demokraten haben 47 und dann gibt es 2 Unabhängige. Einer dieser beiden Unabhängigen dürfte euch bekannt sein oder euch ein Begriff sein, wenn ihr euch an den Wahlkampf 2016 erinnert. Und zwar ist einer der beiden Senatoren aus Vermont Bernie Sanders. Und der war ja der große Herausforderer von Hillary Clinton bei den Vorwahlen bei den Demokraten. Und er tritt auch dieses Mal wieder an. Er steht also wieder zur Wahl und möchte seinen Posten als Senator verteidigen. Ein letztes noch zu dieser kartografischen Darstellung hier. Ihr seht hier hellrote Färbungen in Arizona, in Utah und in Tennessee und das soll darauf verweisen, dass der jeweilige Amtsinhaber bei dieser Wahl nicht mehr antreten wird. Also hier wird es auf jeden Fall einen neuen Namen geben als Senator. Ob die Republikaner in diesen 3 Bundesstaaten allerdings die Nase bei der Wahl vorne haben werden, das werden wir natürlich am Wahltag sehen, aber wir werden auch jetzt mal schauen, wie es denn in diesen 3 Bundesstaaten aktuell aussehen wird. Blicken wir zunächst einmal darauf, wie viele Senatoren eigentlich nicht zur Wahl stehen, denn wie gesagt, wenn 35 gewählt werden, dann gibt es ja immer noch ziemlich viele, die nicht zur Wahl stehen, eben 2 Drittel rund. Und zwar sind das 65 Senatoren, von denen 42 Republikaner sind und 23 Demokraten. Das heißt, es wird in sehr, sehr vielen Bundesstaaten gewählt im November, in denen die Demokraten den Amtsinhaber stellen. Das sieht man ja im Grunde ja auch hier auf dieser Karte. Aber hier sieht man es auch nochmal mit Zahlenwerten belegt. Allerdings heißt das nicht, dass es für die Demokraten ein ziemlich schwerer Weg ist, auf 40, 45 Senatoren zu kommen. Denn es gibt in den USA ja traditionell republikanisch und traditionell demokratisch dominierte Gebiete und Bundesstaaten. Und demzufolge gibt es sehr viele Bundesstaaten, in denen von vornherein klar ist, wer das Rennen eigentlich machen wird. Und da sehen wir, können die Demokraten 18 von 35 Bundesstaaten auf jeden Fall gewinnen, so wie es momentan aussieht. Die Unabhängigen können ihre beiden Sitze verteidigen, also auch Bernie Sanders kann seinen Sitz verteidigen
Und die Republikaner liegen dagegen nur in 6 Bundesstaaten vorne. Zumindest sicher vorne. So sieht es momentan aus. Und demzufolge kommen die Demokraten, wenn wir mal die sicheren Sitze schon dazu rechnen, auf 41 Senatoren, die Unabhängigen kommen auf 2 und die Republikaner auf 48. Und demzufolge ist es für die Demokraten dann bis zur absoluten Mehrheit zwar immer noch ein deutliches Stück Arbeit, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das eintreten wird. An dieser Stelle ist es durchaus nicht verkehrt, mal etwas zu den Mehrheitsverhältnissen zu sagen. Normalerweise braucht man, wie es oben angegeben ist, 51 Senatoren für die absolute Mehrheit. Bei den Republikanern ist es so, dass sie nur 50 brauchen. Und zwar liegt das daran, dass es bei einem Gleichstand, bei einem 50 zu 50 so ist, dass der Vizepräsident der USA mit seiner Stimme das Pendel zugunsten der einen oder der anderen Partei ausschlagen kann. Und da der Vize-US-Präsident ein Republikaner ist, genügt den Republikanern 50 Senatoren zu stellen. Im Falle eines Pattes kann dann also der Vizepräsident seine Stimme zugunsten seiner Partei geben. Und demzufolge müssen die Demokraten von den verbleibenden 9 Toss-Up-States 8 mindestens gewinnen, um die absolute Mehrheit im Senat zu erzielen. Und da werden wir mal gleich schauen, ob ihnen das gelingen wird. Wer jetzt noch ein Fragezeichen über dem Kopf hat, weil er bei 41 plus 8 nur auf 49 kommt, dem sei gesagt, dass die Unabhängigen, auch wenn sie unabhängig sind, sich auf die Seite der Demokraten geschlagen haben. Das heißt, die Demokraten verfügen über 41 eigene Senatoren und erhalten Unterstützung der beiden unabhängigen Senatoren, sodass sie, Stand jetzt, wenn wir mal die sicheren Staaten ausfüllen, auf 43 Senatoren kommen und demzufolge eben nur noch 8 brauchen, um zur absoluten Mehrheit zu gelangen. Aber 8 aus 9, das ist schon ein ziemlich hoher Wert, gerade bei Toss-Up-States, in denen es ja wirklich unklar ist, wer da. Aber 8 aus 9, das ist schon eine sehr hohe Quote. Die Demokraten müssten also wirklich 8 dieser 9 umkämpften Gebiete gewinnen. Und wenn wir mal die aktuellen Schnittwerte nehmen, beziehungsweise die aktuellen Umfragewerte in der Regel aus dem August 2018, die habe ich von Real Clear Politics, dann ist es so, dass die Demokraten in 5 Bundesstaaten vorne liegen und die Republikaner in 4. Und damit würde es für die Demokraten nicht reichen, die absolute Mehrheit im Senat zu übernehmen. Die Republikaner kämen nämlich auf 52 Senatoren nach der Wahl, die Demokraten auf 46 und die Unabhängigen verbleiben dann bei 2, denn es stehen ja auch nur 2 Unabhängige zur Wahl. Und diese würden ihre Sitze auch verteidigen können. Allerdings ist das mit diesen blass eingefärbten Bundesstaaten nicht unbedingt so einfach. Es gibt einige Bundesstaaten, in denen das Rennen wirklich sehr umkämpft ist. Dazu zählt zum Beispiel der Bundesstaat Florida. Da liegt zwar der republikanische Kandidat nach den Werten vom August im Schnitt bei plus 2,0%, also 2% vor dem demokratischen Herausforderer. Aber es gab auch 2 Umfragen im August, die ein Unentschieden vorgesehen haben zwischen den beiden Parteien. Und es gab nur eine Umfrage, die den Republikaner vorne gesehen hat, dann aber mit plus 6%. Und so kommt dann der Schnittwert von 2% zustande. Also es ist wahrscheinlich in Florida enger, als es diese plus 6% bei dieser einen Umfrage prognostizieren. Wie gesagt, es gab 2 Unentschieden, beziehungsweise 2 unentschiedene Umfrageergebnisse. Ähnlich kompliziert, wenn nicht sogar komplizierter, ist die Situation hier in Missouri. Im August gab es nur Umfragen, in denen ein Unentschieden prognostiziert worden ist. Und die letzte Umfrage, die da eine Tendenz zugelassen hat, beziehungsweise die kein Unentschieden war, war eine aus dem Juli mit plus 2,0% zugunsten des republikanischen Kandidaten. Also in Missouri ist es wahrscheinlich ziemlich eng. Und die Umfrage vom Juli liegt ja jetzt eben auch schon ein Stück zurück. Und seitdem gab es also 2 unentschiedene Umfrageergebnisse. Also hier könnte es auch sein, dass es in Missouri einen Flip geben wird und die Demokraten vorne liegen. Und laut Real Clear Politics liegt sogar in Tennessee im Schnitt der demokratische Kandidat vorne bei plus 1,3%. Ich habe den Bundesstaat aber rot eingefärbt, deshalb, weil die Umfragen im August so aussahen, dass der republikanische Kandidat plus 1,0% vorne lag. Und es ist auch so, dass 5 der 9 großen Zeitschriften in Tennessee den Republikaner vorne sehen. Also hier würde ich sagen, liegt der Republikaner doch ein bisschen vor dem demokratischen Kandidaten. Aber wir sehen, in diesen 3 Bundesstaaten ist es doch relativ eng. Und würden die Demokraten diese 3 Bundesstaaten für sich entscheiden und könnten sie alle anderen blau eingefärbten gewinnen, dann würden sie tatsächlich die absolute Mehrheit im Senat erhalten. Insofern also ist das jetzt momentan nur der aktuelle Trend.
Aber er ist zumindest momentan zugunsten der Republikaner. Sie könnten also die absolute Mehrheit nach der Wahl auch weiterhin haben. Es gibt noch einen Bundesstaat, auf den ich kurz zu sprechen kommen möchte, und zwar ist das hier Nevada. Da ist es ein bisschen andersherum als eben hier in diesen roten Staaten. Hier liegt im Schnitt der demokratische Kandidat vorne mit plus 0,6% laut Real Clear Politics. Aber die allerneueste Umfrage sah so aus, dass der republikanische Kandidat einen Prozentpunkt vorne lag. Allerdings stammt diese Umfrage, also das Ergebnis, aus dem Juli und ist damit ein bisschen älter schon. Es gibt keine richtigen aktuellen Werte. Insofern ist es für Nevada schwierig zu sagen, wer da wirklich momentan vorne liegt oder wie es eben aktuell dort aussieht. Also da könnte es dann tatsächlich auch so sein, dass die Republikaner diesen Bundesstaat holen könnten. Das sind also die vier Bundesstaaten, die momentan am umkämpftesten sind. Wie gesagt, ich habe sie jetzt mal eingefärbt aufgrund der aktuellen Umfrageergebnisse beziehungsweise aufgrund der aktuellsten Umfrageergebnisse und demzufolge können die Republikaner die absolute Mehrheit verteidigen. Aber es gibt ja auch noch die Wahl zum Repräsentantenhaus. Sollten die Republikaner also den Senat weiterhin mit einer absoluten Mehrheit versehen können, dann stellt sich aber trotzdem die Frage, können sie auch das Repräsentantenhaus weiter mit einer absoluten Mehrheit versehen? Und auf das Repräsentantenhaus wollen wir jetzt mal schauen. Zunächst einmal, wie eben auch beim US-Senat, schauen wir auf den aktuellen Stand der Dinge. Da ist es so, dass die Republikaner 241 Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben und die Demokraten 196. Damit haben die Republikaner auch eine klare absolute Mehrheit, denn diese hat man, wenn man 218 Abgeordnete hat. Aber es wird ziemlich spannend bei der Wahl zum Repräsentantenhaus. Wenn wir mal schauen, was 270 to win prognostiziert, ist es momentan so, dass es 32 Toss-up-Counties gibt, also 32 Wahlkreise, in denen noch nicht klar ist, wer vorne liegt. Und dem gegenüber stehen dann 202 Wahlkreise, die zugunsten der Demokraten sein werden, Stand jetzt, und 201, die relativ sicher in der Hand der Republikaner sein werden. Wenn wir das aber mal vergleichen mit den Werten von dem momentanen Repräsentantenhaus, dann können wir sagen, können die Demokraten auf jeden Fall schon mal sichere Zugewinne erzielen. Und die Frage ist, können die Demokraten dann auch von diesen 32 verbleibenden Toss-Ups noch genug gewinnen, um die absolute Mehrheit zu holen? Und wenn man mal auf The Cross-Step schaut, was ich ja auch immer wieder bei den Videos gemacht habe, dann ist es sogar so, dass nach dieser Prognose die Demokraten in 229 Wahlkreisen vorne liegen. Da werden also die Toss-Up-Gebiete auch aufgeteilt und die Republikaner kommen dagegen dann entsprechend nur auf 206 Sitze. Und damit würden die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern und mit einer absoluten Mehrheit versehen können. Und damit könnten sie die Arbeit des US-Präsidenten deutlich erschweren. Damit können wir mal am Ende von diesem Video das Folgende festhalten. In beiden Kammern ist es ein enges Rennen. Es ist noch nicht ganz klar abzusehen, ob die Demokraten oder die Republikaner im Senat die Oberhand haben werden nach der Wahl. Stand jetzt ist die Tendenz etwas zugunsten der Republikaner. Beim Repräsentantenhaus ist es genau andersherum. Da sieht es doch eher danach aus und da eher gesicherter danach aus, als könnten die Demokraten dort die absolute Mehrheit zurückerobern von den Republikanern. Aber wenn wir gerade mal hier an 270 to win denken, da ist auch noch nichts sicher entschieden. Also es wird ziemlich spannend werden, Anfang November stand jetzt. Und womöglich können die Demokraten in einer der beiden Kammern dann einen wichtigen Sieg erzielen und die absolute Mehrheit von den Republikanern zurückerobern.